Ja, wir haben um kurz vor 19 Uhr, so circa 18.50 Uhr, die Alarmmeldung bekommen von Brand auf dem Sortiergelände hier der Firma Geiger, dass die Maschine in Brand ist. Die Maschine war im Vollbrand bei einem Eintreffen und der Brand hat bereits auf geschreddertes Altholz übergegriffen. Es sind von den Feuerwehren ca. 160 Mann im Einsatz, von den Feuerwehren Hochkreuth, Wilpoldsried, Betzigau, Kempten-Lenzried, Kempten-Hauptwache und aus dem Bereich Oststeigau die Feuerwehr Kraftisried und Reinhardsried. Und später hat man dann noch die Feuerwehr Börwang nachalarmiert auch. Also die Einsatzdauer ist noch nicht abschätzbar. Wir stellen uns noch auf längere Zeit ein, weil das sind doch einige, ich schätze zwischen 1000 und 2000 Kubikmeter Hackschnitzel, wo da in Brand geraten sind. Diese werden jetzt massiv mit Wasser gelöscht. Wir haben Beleuchtung aufgebaut, da haben wir zusätzlich noch aus THW mit vor Ort, dass die uns unterstützen bei der Beleuchtung. Ja, wir haben also massive Rauchentwicklung gehabt, gerade zu Beginn. Haben aber das Glück gehabt, dass die Windrichtung so ist, dass der Rauch alles über unbewohntes Gebiet abzogen ist. Und es ist also auch unbehandeltes Altholz, also ist es nicht ganz so schlimm, als wenn das Kunststoffe oder sonst was wäre.